Recht herzlich willkommen zur neuen Folge League of Legends. Ist schon ein bisschen länger her, die letzte. Aber wir sind wieder dabei und ja, hoffen, dass wir jetzt vorankommen. Ein paar Spiele waren dazwischen, die ich nicht aufgenommen habe. Jetzt haben wir mal eine und jetzt gucken wir mal, dass es vorangeht, ne? Gut, sind wir wieder auf der Tour. Und jetzt fünf Türmchen. Ach, ich habe keine Dingens gekauft. Kekse. Naja, ist egal. Müssen wir jetzt durch. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Gucken, ob da schon einer ist. Na, ich glaube noch nicht. Da kommt er. Oh, Tristana ist da an. Als mein Gegenspielerin, ne? Oh. War jetzt nicht so der Hit, ne? Aber ist passiert. Sie hat es auch gekriegt, so ist nicht. Komischerweise habe ich mehr runter wie sie, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, wer das ist, der da gerade so erwartungsvoll reinläuft. Ja, so kann man sich auch kaputt machen, aber naja. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding, ne, sich so da zu opfern. Ich mache es zwar auch öfter, dass ich da so reinlaufe, aber... Wieso sind wir denn jetzt zu dritt auf der Lane? So, dann wollen wir mal zusehen. Also Punkte sammeln, ne? Gut. Timo hat einen auf den Kopf gekriegt. Okay. So, weg da. Okay, wieder zurück. Und wieder näher ran. Und da kommen wir schon wieder ein Level up. Und weg. Okay, dann wieder ein paar Vasallen kommen lassen. Okay. Das ist ein bisschen Mana-Schwierigkeiten. Ja, ist nicht so einfach mit der Gegenseite auch, ne? Tristana da, da muss man immer aufpassen, ne? Wenn du so vorgehst, dann geht die auch so vor, ne?
Okay, da müssen wir erst weg, hat keinen Sinn. Ist nachher auf die Pilze aufpassen, die der Timo da schmeißt, ne? Aber ich glaube, wir gehen sowieso gerade mal besser zurück. Das macht keinen Sinn jetzt gerade. Ein paar Punkte holen erstmal wieder und was kaufen. Da kriegen wir hier das schon von. Aufgefüllt sind wir und los geht's. So, vorwärts geht's. Wann kommt sie denn jetzt? Hm? Da ist er. Nur in die richtige Richtung zielen. Ja, genau, nur in die richtige Richtung zielen. Genau, Sieger ziehen den Kopf nicht ein. So, jetzt geht's endlich auf den Turm. Und weg hier. Ah, immer noch kein Keks mitgenommen, so ein Shit. So, wir müssen zurück. Wir brauchen Vasallen. Wo kommen sie? Da kommen sie. Na, so, jetzt haben wir verschissen, ne? Also erstmal verloren. Nicht so dolle. 800, da sind noch 100. Ich glaube, das dauert zu lange. Dann nehmen wir lieber hier noch was von mit. Damit wir mal regenerieren können, ne? Ich glaube, wir holen uns dann hier auch den Teleportationssprung, damit wir hier schneller vor Ort sind. So, jetzt müssen wir mit dem Pilz ein bisschen, glaube ich, aufpassen, mit dem Timo, ne? Oh, Timo macht da Pilze hin. Und näher
So, ein bisschen zurück erstmal wieder. Oh, wir können ja hier schon wieder, sehe ich gerade. Ja, das war das falsche Spiel, was wir betrieben haben, deswegen haben wir gerade eine Lieder gekriegt, ne? Haben wir hier doch einen Keks nehmen können, aber da haben wir auch wieder vergessen, ne? Sonst steht aber auch. Naja. Kann nicht immer, ne? Vorne sein. Der Pilzjäger, ja, da müssen wir aufpassen. Oh. Ach, das machen wir gar nicht. Ja, da müssen wir mal vorankommen. Okay, der ist wieder da, dann geht's ja. Entschuldigung. Wir müssen mal einen Keks essen. Oder wir können auch hier gerade heilen. Na komm, Timo. Ja, das war's dann, ne? Ja. Das haben wir alles. Sollten wir das nehmen? Na, ich denke mal ja. Und da haben wir noch gar nichts, okay. So, dann müssen wir schnell zum Turm. Da oben ist Tristana. Na komm schon, wo bist du denn? Da ist er.
Ich habe noch nicht eine Person getötet, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja ganz schlecht, ne? Na, da müssen wir mal dran arbeiten dann, ne? Und hier geht auch gar nichts gerade. So, jetzt. Wo ist denn der Timo? Der ist gar nicht mehr da. Okay, da oben war jemand. Kriegt erstmal so eine kleine Bombe an den Hals. Okay, zurück. Oh oh. Ja, das sollte ich zur Flucht nutzen und nicht zum Angriff. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Was haben wir da? 700 gleich. Das bringt uns dort gar nicht weiter. Dann müssen wir da weiter aufrüsten. Oh, drei auf einer Linie, ja. Die machen unseren Turm gerade kaputt. Zerstört. Eine Bändelschützin kehrt dem Gegner nur den Rücken zu, um sich über ihn lustig zu machen. Na dann. Inhibitor wurde zerstört. Da müssen wir wohl mal hier gucken gehen. Der Gegner hat schon wieder einen Turm zerstört, ja. Ja, und da in der Mitte laufen sie durch, alles klar. Na, das war gut, ne? Ja, leider ist das hier so, dass das irgendwie mit dem Teamplay auch nicht so gerade ideal ist, ne, was da geht. Ah, da haben wir alles soweit. Ja, da müssen wir auf 1300 warten. Und da auch. Beides das gleiche. Tja. Mal wieder Leben holen. Und dann geht's wieder los. Lass mich durch.
Wir müssen näher ran. Na super, das hat gut geklappt. Wir sind 6-mal gestorben tatsächlich und es hat nichts gebracht bis jetzt. Nicht ein Assist, nichts, aber ich weiß auch nicht. Sieht halt nicht gut aus. Ja, irgendwo ruft einer immer gefährlich, aber es ist irgendwie keiner da, der das verteidigt. Ja. Ohne Treffer tut's nicht weh. Hier irgendwo drinnen sind sie, oder? So, jetzt geht's voran. Ich muss nur in die richtige Richtung zielen. Immer her mit den Bösewichten. Aufgeben, das ist immer das Beste, aufgeben. So, jetzt können wir mal hier ein Schwert kaufen. Ja? Ach, es geht nicht, weil wir zu viel haben, alles klar. Da geht's auch nicht. Ja, da müssen wir 1900 zusammenkriegen, dass es klappt. Aber das werden wir wohl nicht mehr erleben in diesem Spiel. Eine Bändelschützin kehrt dem Gegner nur den Rücken zu, um sich über ihn lustig zu machen. Ja, müssen wir hier mal verteidigen, ne? Was macht die denn da? Nix macht die. Meine Güte. Tristana. So. Ein Inhibitor nach dem anderen kaputt. Irgendwie haben wir den Gegner jetzt überall hier. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, ne? Das ging ordentlich schief, was schief gehen konnte, denke ich. Thank you.
Ja, das verlieren wir jetzt noch anhand der Vasallen, ne? So, jetzt mal Gas hier. Und da sind wir kaputt. Okay, naja, war nicht so dolle, aber die nimmst du halt immer auf, ne? Die guten Spiele nimmst du nie auf. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.